So, liebe Leute, jetzt wird es mal ein bisschen physikalischer und lustiger. Es geht um Scherspannung, Schergeschwindigkeit, Viskosität. Und zwar in Flüssigkeiten und Gasen. Das wird spannend. Ich sag's mal jetzt schon, aber nochmal zum Thema Scherspannung. Ich hatte ja mal zum Thema Schubspannung, am besten hier oben auf den Link gucken. Ich werde immer hier oben links anfügen. Das Video wartet dann hier, ihr verpasst nichts. Also ihr könnt da ruhig raufgucken, euch das angucken und dann wieder zurückgehen. Zum Thema Schubspannung was gesagt. Wenn ich einen Körper praktisch so seitlich verschiebe, wenn es ein Stapel Bücher ist, dann wird er sich sogar verschieben, da sieht man es schön. Oder ein Stapel Karten, Spielkarten oder was auch immer. Dann übe ich hier eine gewisse Spannung aus. Ja, gut, bis dahin geht das. Es gibt auch eine sogenannte Scherspannung, die ist der Schubspannung sehr ähnlich. Die Scherspannung Tau, ein griechischer Buchstabe, nennt sich Tau. Kann man sich wirklich von einer Schere vorstellen, und wenn ich das mal ein bisschen vergrößere, werden die zwei, ich habe hier zum Beispiel ein Drahtende, das will ich einfach mit einer Schere durchtrennen, dann werden die beiden Enden sich gegeneinander verschieben und hier treten Materialspannungen auf, und zwar sehr hohe, und zwar die sogenannte Scherspannung. Noch ein bisschen größer betrachtet, wenn ich jetzt mal sage, Material ist aus lauter Schichten aufgebaut, dann würden sich die Schichten an der Stelle richtig kräftig verschieben. Solche Scherspannungen treten nebenbei auch bei lokaler Erwärmung auf. Denn wenn sich an der Stelle nur Kerzenflamme oder was auch immer befindet und hier in dieser Zone des Materials und nicht woanders, sondern nur hier etwas erwärmt, dehnt es sich hier mehr aus, baucht sich aus und es entstehen Scherspannungen. Das ist aber nicht das Spannende. Viel spannender wird es jetzt. Jetzt betrachten wir die ganze Sache nochmal rückblickend, also auf fest. Es werden tatsächlich molekular die fest verbundenen, also sehr in sehr festen Zustand befindenden Moleküle, werden tatsächlich gegeneinander verschoben. Das durch eine Schubkraft. Da sagt man dann tatsächlich dann Scherspannung dazu. Wenn ich das in Flüssigkeiten mache, Flüssigkeiten haben Moleküle, die sind gegeneinander verschiebbar, dann werden diese Flüssigkeiten aber nicht unbedingt mehr so eine direkte Scherspannung aufweisen. Dass sie das doch tun, da komme ich dann gleich drauf. Und gasförmige Stoffe, wo die Moleküle größere Abstände haben und auch gegeneinander verschiebbar sind, sogar viel besser, die kennen das auch. Allerdings kann man hier schon wirklich kaum noch von Scherspannung reden, sondern da muss man dann eher von Schergeschwindigkeit reden. Jetzt mal zu den, pardon, jetzt mal zum praktischen Beispiel, was bei Gasen passiert, damit wir dann den Rest mit den Flüssigkeiten wieder besser verstehen. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwo einen Wald und es kommt Wind. Wind ist nichts anderes als bewegte Luft, das heißt, die hat eine gewisse Geschwindigkeit. Das mal ein bisschen näher betrachtet, kann ich doch sagen, wenn hier der Wind mit einer bestimmten V0 sage ich Anfangszustand 0, also ungehindert, auf einen Wald trifft, dann wissen wir alle aus der eigenen Erfahrung, je tiefer ich in den Wald hineingehe, umso weniger Wind merke ich davon. Das heißt, wenn ich jetzt die Geschwindigkeitsvektoren, das sind alles eine Klasse von Vektoren, notfalls nochmal nachgucken, falls ich da einen Link anfüge, wenn ich jetzt die Geschwindigkeitsvektoren betrachte, sind die hier alle gleich lang. Die sind weit weg von dem Wald, also in der Höhe auch wieder gleich lang. Allerdings nehmen sie, denn auch die Gase bieten gewissen Widerstand gegen irgendwelche Scherungen auf, werden diese Geschwindigkeitsvektoren hier immer kleiner werden, je mehr ich mich dem Wald nähere und je tiefer ich in den Wald hineinkomme, umso kürzer werden sie. Das ist alles eigene, also nicht nur eigene, sondern auch eure eigene Erfahrung. Das heißt, bei Fluiden, und jetzt müssen wir mal das Wort Fluid kurz mal definieren, Fluide sagt man zu verschiebbaren Materialien, sprich das sind Gase und Flüssigkeiten. Die Schergeschwindigkeit nebenbei wird als Gamma-Punkt, also ich habe den Buchstaben Gamma und mache dann einen dickeren Punkt oben drüber, als Gamma-Punkt bezeichnet. Und wenn ich das Beispiel Wald nochmal angucke, nochmal zu den Begriffen laminare und nicht-laminare Strömungen, dann kann ich sagen, hier, wo alle Geschwindigkeitsvektoren gleich sind, habe ich laminare Strömungen. Das heißt, ich könnte hier also die Geschwindigkeitsvektoren alle gleich groß einzeichnen. Hier in der, über dem Wald nimmt ja, also je tiefer ich in den Wald hineinkomme, nimmt ja die Geschwindigkeit weiter ab. Es gibt auch Verwirbelungen und so weiter. Und da, wo dann wieder gleiche, auch wenn sie zusammengedrängter und schneller sind, Geschwindigkeitsvektoren sind,
sagt man wieder laminare Strömung, also auch über dem Wald. Was darunter passiert, was also nicht mehr laminar ist, verwirbelt im Allgemeinen, da sagt man, ab einer bestimmten Höhe über dem Wald gibt es eine sogenannte laminare Grenzschicht. Darüber ist es laminar, darunter nicht. Zum Thema Viskosität, aber ich werde dazu gleich das Video unterteilen, damit es nicht zu lang wird. Viskosität ist Zähflüssigkeit. Ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss und füge zum Schluss einen Link an, entweder hier oben noch schnell oder zum Schluss hier, damit ihr dann zu Viskosität kommt. Denn das ist bedeutsam für laminare und nicht laminare Strömungen, für Schergeschwindigkeiten und so weiter. Fassen wir aber nochmal ganz kurz zusammen. Bei Fluiden muss ich Schergeschwindigkeit sagen, weil die relativ wenig Widerstand bieten, so wie Feststoffe, die einen höheren Widerstand bieten gegen Scherung. Und deswegen betrachtet man bei Fluiden, also Gasen und Flüssigkeiten, die Schergeschwindigkeit. So, jetzt auf zum nächsten Video. Bis gleich. Tschüss.